Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute den nächsten Teil des Tarkov Playthrough dabei. Ihr habt es ja letztes Mal mitgekriegt, es lief nicht so richtig gut und die einzige Runde, die wir dann überlebt haben, die hat nicht gezählt wegen Server Down. Unser Questfortschritt wurde damit auch nicht gezählt. Das heißt, ich bin jetzt mit der gleichen Ausrüstung wieder drin, wieder auf Wurz. Wir warten gerade darauf, dass die Runde startet. Wir haben wieder die Mosin am Start, wieder die Level 4 Body Armor. Das kennt ihr ja alle schon, das hatten wir uns letztes Mal gekauft. Und als ich dann wieder in meinen Account reingekommen bin, da war im Prinzip alles, was wir in der Runde an Achievements hatten, weg. Das ist halt leider manchmal so, wenn die Server abstürzen. Davon seid nicht nur ihr betroffen, sondern das hat jetzt mich natürlich auch geringfügig zurückgeworfen, weil wir hatten schon die Ushanka am Start, wir hatten endlich die Dose Tushanka am Start. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wollen wir hoffen, dass es heute ein ganz klein bisschen besser läuft. Wir wollen noch zwei Scavs über eine Entfernung von 40 Metern ohne Scope mit der Mosin töten. Vielleicht auch noch den einen oder anderen Usec, wenn sich's anbietet. Und ansonsten natürlich die Dose Tushanka. Das ärgert mich eigentlich am meisten, weil da sind wir jetzt ja schon, ja, lass mich lügen, 7, 8 Folgen dran. Von daher wirklich ein bisschen ärgerlich gelaufen. Aber gut, mein Gott, so ist das halt. So, wir sind jetzt hier hinten in der Ecke gestartet. Wir sind nicht weit weg vom Usec-Lager. Das heißt, wir könnten jetzt, ich hätte jetzt natürlich auch direkt zum Checkpoint laufen können. Der Checkpoint, der wird aber immer ziemlich gerne abgesniped. Beim Checkpoint wäre vielleicht eine Labs-Key-Karte. Aber die ist halt auch extrem selten. Und dafür jetzt als Anfänger sein Leben zu riskieren. Man kann dann später durchaus, denke ich, Loot-Runs machen, um da an so eine Karte ranzukommen. Im Moment jedenfalls. Da hinten laufen zwei Spieler. Das müssen wir jetzt aber machen. Das sind nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, beide Suseks. Der eine sah gegiert aus, der andere nicht. Bin ein bisschen aus der Puste. Die beiden Boys scheinen eine bessere Ausdauer zu haben. Da vorne an den Steinen sind sie. Also die hätte ich jetzt schon ganz gerne. Sind beide gegiert. Jetzt habe ich natürlich meine Chance vertan. Ich werde zusehen, dass ich hier wegkomme. Ungesehen am besten. Also die waren oben beim Usec-Lager gespawnt. Wir haben sie jetzt angegriffen, wir haben es verkackt. Das heißt, die sind jetzt aber vielleicht ein bisschen eingeschüchtert. Und haben jetzt zumindest da oben den Weg frei gemacht. Ich habe auch gedacht, es sah so aus, als wenn der hintere nicht gegiert war. Die waren aber beide recht gut gegiert. Das rendert manchmal nicht mit. Bin mir nicht ganz sicher, ob da oben nicht gerade jemand drauf rumgeturnt ist. Das war, glaube ich, nur der Baumwipfel. Also in so einer Situation, wenn wir jetzt den einen mit einem Kopfschuss geholt hätten. Dann hätte ich wahrscheinlich den Fight weiter aufgenommen. Aber dadurch, dass wir jetzt keinen von denen erwischt haben, habe ich dann gesagt, okay, komm. Wir haben auch, dadurch, dass wir nicht geschalldämpft sind, unsere Positionen bereits verraten. So, wir nehmen ja erstmal alles mit. Hier immer gucken.
Hier können Westen stehen. Medical Supply, das kann man immer ganz gut gebrauchen. Weiß zwar nicht, welche Form von Medical Supply eine Zahnbürste, eine Zahnpasta ist, aber es dient wohl der Hygiene. Hier steht noch was zu trinken. Das ist eine Munition, die wir nicht gebrauchen können. Keine Ahnung, wo unser Ausgang ist. Mal ganz kurz gucken. Okay, wir müssen auf die andere Seite der Karte. Hier auch gucken. Ja. Hier unten in der Ecke kann auch eine USEC-Weste stehen. MP5 spawnt hier auch ganz gerne. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Nahkampfwaffe mit einem vollen Magazin. MP5 hat immer ein volles Magazin. Das ist ein Nachtsichtgerät, auch nicht verkehrt. Aber das ist natürlich jetzt nicht das, was wir primär suchen. BS-Munition. Die BS-Munition, die können wir auf jeden Fall hier schon mal in den Safe-Container werfen. Die können wir nämlich gut gebrauchen. So, hier ist nochmal, glaube ich, eine Fressensbox. Ja, Ration Supply. Jetzt eine Dose Tushanka, das wär zu gütig. Aber kein Glück. Carkit, noch unser Lever. Nehmen wir alles mit. So, wir können jetzt mal ganz kurz hier die MP5 auf Vollauto stellen. Dann können wir nochmal hier. Ah, können wir nicht. Dann nochmal ganz kurz das Mac checken. Also. Die MP5 spawnt immer mit einem vollen Magazin. Ist es zwar nur PSO-Munition, aber man hat halt zumindest so diesen Dauerfeuer-Moment, kann gegebenenfalls Dauerfeuer auf den Kopf machen oder in die Beine. So, hier vorne ist noch ein Versteck, das können wir nochmal looten. Ein bisschen Chance finden wir ja noch ein. Irgendwas Brauchbares. In den Verstecken kann natürlich auch jede Form von Essen drin sein. Das Visier ist nichts wert. BT-Munition können wir erstmal mitnehmen. Und solange wir noch Platz haben, können wir auch alles andere erstmal mitschleppen. So, was ich nochmal gucken wollte eben, ob wir vielleicht doch ein USEC. Ne, haben wir nicht. Es fehlen uns nach wie vor 3 USECs. Also wir haben den Kopfschuss leider nicht gesetzt. So, hier müssen wir jetzt aufpassen. Scavs sollten schon gespawnt sein. Es ist halt nur hier in der Position, finde ich immer äußerst schwer, die erstens auf über 40 Meter zu spotten und sie dann auch zu treffen. Mal kurz, also hier hat schon jemand gelootet. Sagen wir, gehen mal in den Bunker rein. Kann ja auch noch jemand zu Hause sein. Also hier war auch schon jemand. Ich hatte jetzt gerade die Hoffnung, dass er uns hier Dushanka hat stehen lassen. Dem ist nicht so. Er hat hier eigentlich nichts übergelassen. So, das war Gott sei Dank nur ein Pistolen-Scav. Bedeutet aber, dass die anderen jetzt alarmiert sind.
können jetzt hier mal auf der Straße gucken. Das war natürlich nie im Leben 40 Meter. Wir können jetzt hier nochmal schauen, ob hier noch irgendwo einer durchs Freie rennt. Also normalerweise sind hier immer 2-3 Scavs. Aber die gehen halt auch ganz gerne mal in Deckung, wenn sie mitkriegen, oh, hier wird geschossen. Ich würde sagen, wir bleiben trotzdem bei der Mosin. Der kam auch wieder unerwartet. BT-Munition. Mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwie eine Handgranate rauswischen können. Ne, können wir nicht. Was liegt hier? PRS. PST, GZH. Die können wir tatsächlich mitnehmen. Falls unser Magazin für die MP5 leer geht, können wir zumindest ein bisschen was auffüllen. Also hier war der Kollege nicht, das heißt, wir sollten hier definitiv nochmal nach Sachen gucken. Das nehmen wir erstmal mit. So, jetzt können wir uns die Milch hier mal reinziehen. Also, Essen, Trinken, auch immer wichtig. Das ist die Munition, so. Hier auf dem Tisch steht nichts. Diesmal haben wir natürlich nicht das Glück, was wir beim letzten Mal hatten, war ja wieder klar, dass hier irgendwo mal eine Dose Tushanka rumsteht. Also Erbsen haben wir jetzt, denke ich, genug gefunden. Da ist jemand in eine Mine reingesteppt. So, hier auf jeden Fall in die Magazine reingucken. Es kann nämlich sein, dass hier AP-366 drin ist. Ist aber nicht. So. Wir bauen jetzt kurz um. Das, was wir auf jeden Fall mitnehmen wollen, packen wir jetzt so um, dass wir hier das Rig reinbekommen. Jetzt haben wir mehrere Optionen. Wir könnten jetzt Richtung Lager gehen und gucken, ob wir da noch Scavs erwischen. Wir könnten erstmal wieder zu den Outskirts gehen. Ja, ich würde sagen, wir gehen Richtung Lager und gehen dann hinten rum zu unserem Ausgang und checken da auf jeden Fall nochmal das medizinische Zwischenlager. Diese kleine Burg. Da habt ihr nämlich auch häufig gute Chancen, dass da nochmal irgendwas zu fressen drin steht. Das hier ist eine sehr gefährliche Kiste. Aber wir haben im Moment eigentlich noch nichts, was jetzt unbedingt wichtig wäre aufzuheben. Den Motor nehmen wir mal mit. Die Plugs nehmen wir mit. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf zum Lager, zum Durchbruch. Und wenn wir da vielleicht noch den einen oder anderen Scav abknallen können, mal auf größere Entfernung, weil hier bei diesem Scav-Checkpoint oder bei dem Scav-Bunker, da ist halt immer das große Problem, was ihr habt, dass die Scavs relativ viel Deckung haben. So, da hinten, ihr seht das, ne, kann man immer sehr gut erkennen. Der große Sniperfelsen.
denke nicht, dass der Sniper-Scav noch leben wird. Falls ja, wäre das nochmal eine Möglichkeit, auch noch über 40 Meter. Da muss man natürlich dann immer vorsichtig sein. Weil wenn ihr dann nicht bei den ersten, das sind ungefähr 150 Meter. Ich kann die Kanone hier nicht nullen. Woher ich das so genau weiß, dass das ungefähr 150 Meter sind, weil von hier habe ich meinen letzten PMC mit dem Tarkov Shooter Part 8 erschossen. Aber so wie es aussieht, lebt der Sniper Scav ohnehin nicht mehr. Ich sehe da jedenfalls nichts. Da oben sieht so aus. Ich weiß nicht, ob da jemand drauf liegt. Ich kann das nicht erkennen. Aber ich denke, das wird der Sniper Scav sein, der da tot oben rumliegt. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier durch den Durchbruch gehen. Dann gucken, dass wir vielleicht auf dem offenen Feld noch ein, zwei Scavs finden. Hier kann man auch immer mal zu den Holzstapeln gucken, aber so, bei dem Durchbruch wechsle ich jetzt hier erstmal auf die MP5. Hier ist eigentlich immer mit Gegenverkehr zu rechnen. Sollte man zumindest immer darauf eingestellt sein. Da springt auch schon jemand rum. Ich weiß jetzt nicht, ob er hoch oder runter gesprungen ist. Hört sich ehrlicherweise so an, als wenn er hoch gesprungen ist. Wir könnten jetzt zusehen, dass wir schnell dran vorbeikommen. Oder kurz hier warten, um ihn dann umzulegen. Ich denke, dass wir weiterziehen. Ich denke nicht, dass er in unsere Richtung muss, sondern dass er quasi aus unserer Richtung kommt. Und wir lassen ihn da oben jetzt mal seinen Schindluder treiben. Ärgerlich wird es dann eigentlich nur, wenn er in unsere Richtung weiter muss. Aber wir haben jetzt halt nur ein Magazin MP5 in unserem Hosin. Und man weiß halt nie, wer da so hochspringt. Manchmal am Anfang der Runde sind es häufig Logigierte, die vielleicht versuchen, sich am Sniper Scav auszurüsten. Aber da kann halt auch gerne mal Johnny Fullgear hochspringen, um von oben seine 100 Meter Headshots zu machen mit einer M61 Mia oder so. Also, you never know. Von daher, gegen eine Level 5 Body Armor etc. machen wir recht wenig. Jetzt wäre es schön, wenn hier irgendwo mal ein Scav für die freie Plane lunzen würde. Da. Das läuft ja wieder richtig gut.
Genau wie man sich das vorstellt. Ich glaube nicht, dass wir ihn erwischt haben. Nope. So, ich würde sagen, wir hauen mal neue 15 hier hoch. Dann können wir nochmal was essen und was trinken. Noch eine Waffenkiste. Da können wir noch mal reinschauen. Bastionhelm, der ist nicht wenig wert. So, jetzt ist die Frage, warten wir jetzt hier noch mal kurz, ob er noch mal rauskommt. Da kommt er schon wieder. Ich weiß nicht, warum ich nichts treffe. Eigentlich lassen wir das Ziel hier ständig perfekt aufsitzen, aber Scavs in der Querbewegung, Endgegner Level 12. Also Spieler trifft man halt 100 mal zuverlässiger. Ich würde sagen, wir lassen jetzt hier das nochmal, weil wir jetzt hier auch wieder massiv Krach gemacht haben. Wechsel nochmal auf die andere Seite. Hier unten ist auch noch ein Bodenversteck. Das kennt ihr ja mittlerweile auch schon. War auch noch keiner dran. Das looten irgendwie super selten Leute. Aber unser Tushonka war nicht drin. Hier können wir jetzt nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch einen Scav erwischen. Da läuft schon einer. Und auch der hatte heute nicht vor zu sterben. Also ich weiß nicht, was mit meinem Aiming hier, meinem Kimmelkorn-Aiming so gerade los ist. Ich weiß nicht, ob wir den erwischt haben. Mal kurz gucken. Den haben wir auch nicht. Oder es waren zumindest keine 40 Meter. So, der andere Scav müsste jetzt ja auch bald mal wieder antraben. Also so schwer getan habe ich mich damit ehrlich gesagt noch nie. Ich denke, ich aim immer noch ein bisschen zu hoch für die Entfernung, weil die Waffe ist ja von Haus aus auf 100 genullt. Ich glaube, ich sollte viel mehr auf die Entfernung auf Brusthöhe zielen. So, wir haben hier auf jeden Fall noch zwei Scavs. Wäre schön, wenn die jetzt nochmal wiederkommen würden. Das sind keine 40 Meter leider. Ich denke nicht, dass das 40 Meter waren. Doch, waren 40 Meter sogar. Oder wir haben den. Ah, dann müssen wir den jetzt. Gott, Alter. Er hat sogar schön stillgestanden.
Ja. Rudi, ich tue mich schwer. Aber jeden Schuss, den wir hier reinladen. Der sorgt ja auch dafür, dass wir ein bisschen Sniper-Level leveln. Bin nicht ganz sicher. Ich denke, wir laufen jetzt nochmal zurück. Also, Projekt 40 Meter Shots. Läuft nicht so ganz gut. Keiner von den beiden hatte jedenfalls eine Yushanka auf. Also ist jetzt auch nicht so dramatisch, dass wir sie da hinter uns lassen. Frage ist, wo er jetzt hin ist. Auch der erste Schuss war eigentlich voll drauf, aber gut, jetzt wir haben es jetzt endlich geschafft. Reden wir nicht weiter drüber. Falsche Munition. Aber wir schauen jetzt auf jeden Fall nochmal nach, ob uns hier jemand was übergelassen hat. In Form von einer Yushanka-Box. Da ist alles rausgelutscht. Auf jeden Fall noch jemand. Burton! Aber den meinte ich gar nicht. Draußen steht auf jeden Fall noch einer. Oder oben drin. One on off way. Drin. So. Wollen uns hier aber auch gar nicht jetzt damit aufhalten. Sondern wir brauchen diese eine Dose. Ration Supply Crate, hier war auch noch niemand dran. Das ist falsch, das ist auch falsch. Das können wir schon mal mitnehmen. Zucker ist auch immer gut. Schokolade ist auch nie verkehrt. Hier auf den Tisch gucken, Ophthalmoskop, das liegt nämlich auch ganz gerne mal rum. Das wäre jetzt so schön. Ist hier einfach nochmal eine. So, was ist hier?
Hier ist BT. Schmeißen jetzt hier den neuen Motor weg und holen uns das. Platzset brauchen wir später auch noch für eine Quest. NACL geht auch immer gut weg. So, wahrscheinlich letzte Chance auf eine Dose Chushanka. Und Scissor kann man, glaube ich, auch ganz gut verkaufen. Schmeißen wir mal weg. Das können wir trinken. Trinken noch ein bisschen langsamer. So. Eine Kiste steht hier sogar noch. Ist aber Medical Supply. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Abfahrt. Weil da vorne, daher vorne ist grüner Rauch, das heißt, wir können da raus. Wir haben jetzt zwar keine Yushanka gefunden. Wir haben auch keine keine Tushanka-Dose. Steht hier noch was rum? Hier könnte manchmal auch was zu fressen rumstehen. Schnell Energie aufladen. Mit unserem PMC werden wir jetzt die nächsten Male wieder auf Customs, Interchange und Shoreline gehen. Das ist schon mal sicher. Wir werden weiter natürlich mit einem Scav Run versuchen, nochmal die letzte fehlende Yushanka zu finden und Tushanka. Aber wir haben jetzt hier... Es war definitiv keine schlechte Runde, weil wir hier wirklich gut Zeug mit rausgeschleppt haben. Wir haben endlich unsere 40-Meter-Kills gemacht. Wir haben hier auch 7 Scavs insgesamt getötet. Also alles in allem, würde ich sagen, war das eine vernünftige Nummer. Mir war gar nicht klar, dass ich jetzt zum Schluss noch einen... Ich glaube, irgendeiner ist verblutet. Der andere Kollege, den wir auf der anderen Seite beschossen haben, ist, glaube ich, verblutet, weil die letzten Kills, die ich gemacht habe im Lager, waren beide mit der MP5. Das heißt, der andere Kollege ist tatsächlich noch verblutet. Da steht nämlich auch keine Entfernung bei. Also, wir haben ihn getroffen. Er ist verblutet. So interpretiere ich das jetzt hier. Okay, nehme ich mit. Dann würde ich sagen, machen wir das, was wir haben, nochmal zu Geld. Also so Zucker, Schokolade und so, das können wir eigentlich alles richtig gut zu Geld machen. Das schmeckt auf unserem Konto. Dann können wir gleich noch die Quest abgeben für den guten Jäger. So, hoffentlich hat es diesmal geklappt mit dem Rausladen. Jawohl, das hat geklappt. Munition, ganz, ganz wichtig. BT-Munition zum Abwinken. Wohin auch immer er die jetzt entladen hat. Jetzt sag nicht, dass die Munition weggebackt ist, dann krieg ich nämlich eine mittelschwere Krise. Wahrscheinlich ist das nämlich gerade so passiert. So, egal, wir haben davon noch und davon noch. Also für die AK haben wir jetzt tatsächlich mehr als genug Munition. Wir haben hier auch nochmal 30 Schuss BS-Munition.
So, jetzt fangen wir nochmal ganz kurz hier von vorne an. Ab guten Morgen. NACL werden wir auch erstmal verkaufen. Ich weiß, das braucht man später. Aber wir werden es jetzt erstmal verkaufen, weil wir dafür... wobei, nee. Das können wir auch in unsere Lucky Scav Box reinwerfen. Das heißt, wir behalten das tatsächlich erstmal, weil wir das nämlich noch brauchen. Die Mets behalten wir auch erstmal. Bloodset behalten wir auch erstmal. Das brauchen wir für später. Das brauchen wir für später. Den Zucker brauchen wir nicht. Den können wir für 94.000, denke ich, loswerden. Die Schokolade können wir auch für das Stück 50.000 verkaufen. Das sind schon mal gute 200.000 Rubel, die wir Geschäft gemacht haben. Optimus-Code brauchen wir später auch für eine Quest. Auch schon mal gut zu haben, das Ganze. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Salevas am Start. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr mit knausern. Das Ding hier, das braucht man, um sich eine Magazinkiste zu erstellen im Hideout. Deswegen bezahlen die Leute dafür auch immer recht knusper. So, das Nachtsichtgerät können wir auch verkaufen. Das gibt immerhin 27.000. Die Lupo-Bienen, die sollte man eigentlich behalten, wenn man auf den Kappa-Container spielt. Dadurch, dass ich das hier mit diesem Account wahrscheinlich sowieso nicht zeitlich schaffen werde, werde ich die tatsächlich verkaufen. An Therapist. Das sind immerhin, nur mal ganz kurz gucken, was Therapist dafür springen lässt. Das sind 31.000 Rubel, die nehmen wir mit. Zahnpasta geht auch immer ganz brauchbar weg. Können wir für 17.000 reinstellen. So, und da können wir noch auf die Waffe einen Laserpointer draufsetzen. Die G-Phones braucht man später auch für Mechanic. Jetzt können wir die Waffen hier noch verticken. Würde ich sagen, machen wir mal. Hier haben wir genug Umsatz. Hier haben wir eigentlich auch genug Umsatz. Gucken wir mal bei Peacekeeper. Da brauchen wir noch Umsatz, das heißt, wir verkaufen ihm die Waffen. Mal gucken, was das Ding hier wert ist. Auch nichts. Das beides können wir noch verkaufen. So. Jetzt müssen wir, wie gehabt, das hier können wir auch noch reinsetzen. Ah, geht gerade nicht. Jetzt müssen wir, wie gehabt, aber ein bisschen Platz machen hier für unseren Ausflug mit dem Scav. So, jetzt können wir es reinstellen. Filter bei Item. Waren wir 20.000. Zack, weg damit. Jetzt geben wir noch die Quest ab bei Jäger. Das gibt immerhin 18.900 Erfahrung, 50.000 Rubel. Das ist sehr fair. Jetzt müssen wir in Raid 3 Flash Drives finden und die Flash Drives abgeben. Und Tarkov Shooter Part 2 haben wir auch noch. Können uns jetzt hier von Jäger erstmal, das ist erstmal die Knete. So. Jetzt können wir von uns von Jäger auch noch die Knete abholen. Und das hier sind zwei Visiere für die Mosin. Behalten wir natürlich auch. Die könnt ihr jetzt hier auf diese Mosins nicht drauf machen, ihr seht das. Dafür braucht man hier die lange Version bzw. die kurze Version mit der Aussparung an der Seite. Kann man ganz kurz gucken, sieht man das jetzt hier? Genau, diese Aussparung, die ist wichtig. Die habt ihr jetzt hier nicht drauf auf der kurzen Infanterieversion. Da gibt es aber auch eine kurze Version mit einer Aussparung, nur diese ist es jetzt hier nicht. Darauf müsst ihr dann achten, wenn ihr euch hier so ein ZF holt. Können jetzt mal ganz kurz gucken. Wir sind jetzt Level 20, auf bestem Wege zu Level 21. Das sollte eigentlich bedeuten, dass wir jetzt bei Mechanic Level 2 erreicht haben. Genauso sieht das aus.
Also wir könnten jetzt hier auch nochmal Erfahrungen sammeln, indem wir quasi alles frei erforschen. Das wollen wir jetzt aber nicht tun, sondern wir werden jetzt nochmal eine kurze Scav-Runde drehen. Auch auf Woods, in der Hoffnung, dass wir damit vielleicht jetzt doch nochmal die letzte Tushanka-Dose finden. Und dann will ich euch auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel mit Woods auf den Sack gehen, sondern dann werden wir vor allem wieder auf Customs, Shoreline und Interchange aktiv sein. Also, lass uns nochmal eine Runde Scav spielen. So, was haben wir aus vorangegangenen Scav-Raids gelernt? Genau, im Zweifel legen wir jeden um. Also, falls wir uns ertappen sollten, dass wir uns nicht sicher sind, legen wir alles um, was uns vor die Flinte läuft. Das ist jetzt natürlich hochgesprochen mit einer Ray-Ban und einer miesen Pistole. Also, wir müssen sowieso wahrscheinlich, um uns so ein bisschen aufzubessern, irgendeinen Scav umbringen. Und deswegen können wir dann auch gleich, wenn wir schon dabei sind, alle anderen auch umbringen. Unser Primärziel ist ganz klar, eine Yushanka finden, beziehungsweise Tushanka-Dose. Und ansonsten, ja, uns die Taschen vollstopfen. Aber wenn ich so eine Tushanka-Dose finden sollte, dann ist bei mir sowieso sofort versuchen, jetzt den Raid zu verlassen. Mal gucken, was wir jetzt bekommen, wo wir rauskommen und ob wir das überhaupt überleben. Ich meine, mit so einer Pistole, ohne Body Armor, ohne Comtex, also unsere Überlebenschancen sind jetzt aufgrund unserer Basisausrüstung ohnehin nicht ganz so groß. Aber manchmal hat man ja Glück und man kann einfach durchstiefeln. Oder man findet vielleicht irgendeinen vollgegierten Spieler, der noch nicht geplündert worden ist. Also all das sind ja natürlich Optionen, die wir haben. Wollen wir mal gucken. Es müsste jetzt hier eigentlich jeden Moment losgehen. Er sucht uns, glaube ich, gerade eine Runde, wo wir all das, was wir brauchen, finden. Also Hashtag StreamerLoot. So, wir sind da. Wir sind hier gestartet. Die Runde ist gerade erst losgegangen. Und der Spawn ist so ziemlich der beschissenste, den man als Scav kriegen kann. Warum? Weil alles, was möglicher Loot ist, ziemlich weit weg ist. Wir haben auch nichts zu heilen dabei. Nehmen wir das erstmal mit. Hier nochmal kurz in die Tasche reingucken. Also die Runde ist 7 Minuten alt. Jetzt haben wir zumindest schon mal eine Bandage. Einen Splint haben wir. Wir haben einen Tourniquet, um uns die schwersten Blutungen abzubinden. Aber hier jetzt aus dieser Position dicken Loot rauszusaugen, wird, denke ich, schon, ja, ich will nicht sagen unmöglich. Aber mit dem Spawn sind unsere Siegchancen jetzt nicht unbedingt, haben sie sich nicht unbedingt quadruppelt. So, Kollege, du hast leider gar nichts, was mich interessieren könnte dabei. Die Rig brauche ich nicht, weil ich eine größere habe und eine kurze AKSU macht mein... Ja. Kurze AKSU macht mein Leben jetzt auch nicht unbedingt erträglicher. Wir gehen jetzt auch stumpf, ganz dreist vorne an den Checkpoint ran. Auch unter Gefahr, dass hier sowieso schon jemand liegt und abaimt. Scav-Brudi ist ja hinter uns. Die Tür ist sogar noch zu. Keine Labs-Keycard. Ich sage, sehen wir zu, dass wir weiter Meter machen. Mal ganz kurz gecheckt, wo wir raus müssen. Das ist safe, ein Player. Den holen wir uns jetzt. Also wie das jetzt kein Headshot sein konnte, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Ich habe sogar in seinem Gesicht am Stein Blut gesehen. Er hat zwar einen Helm aufgehabt, aber nur so einen billigen Russenhelm. Hat uns jetzt mit einem Schuss weggeholt. Ich glaube, das war eine Mosin. Wir haben ihn 4-mal getroffen. 46 Schaden Body Armor, 130 Schuss. Er hat uns einen Kopfschuss gegeben. Aber wie das jetzt kein Headshot gewesen sein kann, ich weiß es auch nicht, um ehrlich zu sein. Bitter. Das hätte jetzt wahrscheinlich uns ganz gut geupgradet. Er hockte da vor uns am Stein. Wir hatten sogar die Möglichkeit, 3-mal zuerst zu schießen. Und ich würde sagen, wir waren schon, oder ich war jetzt da guter Dinge, dass ich auf seinem Kopf drauf bin. Naja, wir haben nichts verloren, wir haben nichts gewonnen. Wir können mal gucken, was unser nächster Scav, ein Cowboy-Hut, wieder eine Pistole. Ja. Lassen wir das mal so stehen. Dann würde ich an der Stelle jetzt die Folge beenden. Wir haben ein Erfolgserlebnis gehabt, wir haben eine Mission abgeschlossen, wir haben uns ganz gut die Taschen vollgestopft. Wir liegen jetzt mittlerweile wieder bei 4,2 Millionen Eigentum, Eigenkapital und insgesamt haben wir einen Stash-Wert von mittlerweile 15 Millionen uns aufgebaut. Die Überlebensrate passt eigentlich mit 54%. Ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir auf jeden Fall nochmal auf Wurz mit dem Scav, aber mit dem PMC werden wir uns jetzt in der nächsten Folge dann auf jeden Fall nach Customs bewegen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich natürlich riesig über ein Like freuen. Denkt dran, auch in den Kommentaren so ein bisschen zu kommentieren für den YouTube-Algorithmus. Und ansonsten freue ich mich natürlich riesig über jeden neuen Abonnenten, der den Weg zu meinem Kanal findet. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss, tschüss.